Hallo und willkommen zurück zu Phoenix Point. Und ja, genau das, was hier steht, hier Sondermission, das werden wir jetzt wieder erfüllen. Oder versuchen. Wir werden jetzt hier rüberfliegen und die Mission für Synergion versuchen abzuschließen. Und dann werden wir hoffentlich auch wieder haufenweise neue Forschungen bekommen. Werden wir mal schauen. Also fliegen wir hier mal rüber. Da sind wir jetzt noch angekommen und müssen noch weiter handeln. Ja. Mehr Nahrung. Wir sind zwar jetzt bei 2000, aber das, ja, kann ruhig noch mehr werden. Die sind auch schnell wieder weggehandelt, sage ich mal. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Hier waren wir schon. Hier waren wir schon. Und dann müssten wir da aber noch rüber. Jawohl. Handel. Das ist natürlich der bessere Deal. Holen wir uns. Weiter. Hier gegen 6. Jawohl. 9 gegen 2, die können wir auch mal wieder tauschen. Und dann geht's weiter hierhin. Okay, Suche nach dem Feuervogel. Moment, schaue ich mir auch gleich mal auf. Nach dem Feuervogel. Unsere Soldaten wurden beauftragt, zu untersuchen, was mit der Person geschehen ist, die die Daten der Firebird-Initiative geborgen hat. Leider ist die Siedlung, in der diese Person lebte, vor einiger Zeit zerstört worden. Mit etwas Glück finden wir jedoch vielleicht ein Tagebuch oder Notizbuch, das Licht ins Dunkel bringt. Auf geht's. Mal gucken, in was für eine Umgebung das ist. Und es lädt und lädt und lädt. Ja, wie gesagt, da hätten sie lieber hier diese Animation, die man jetzt wegklickt, hätten sie lieber gleichzeitig abgespielt. Ja, wieder hier dieses Ruinengelände. Das Haus ist in sich abgeschlossen. Besorge die Daten zur Firebird-Initiative. 0 von 1. Das heißt, dass das wahrscheinlich hier in dem Raum irgendwo sein wird. Da reinzugehen macht vermutlich nicht so wahnsinnig viel Sinn. Wir könnten vorne dann da hoch. Das Schöne ist halt, dass da nur ein Zugangspunkt ist und wir da hinten auf der Höhe sind und quasi alles einsehen können, niemand zu uns hin kann und wir alles abschießen können und in Deckung sind. Das klingt schon sehr cool. Let's show them what we can do. Und alle kommen anscheinend aufs Dach. Dann machen wir das doch Ready? einfach mal. Wer kann am weitesten Standing laufen? by. Huh? Okay. Läuft er dahin? Here they are. Die erste Runde könnte eventuell ein bisschen ungesund werden, wenn wir dann auch von denen angegriffen werden. Wo ist der? Okay, das ist in Ordnung, der ist weit weg. Like the wind. Like the wind. Bam, 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 bam. Stampf, stampf. Na, die haben uns. Was? Die haben uns noch nicht unbedingt gesehen. What's the plan?
Auch noch einen. Moving fast. Ja, der ist natürlich hier ein bisschen ohne Rüstung und ungeschützt. Naja. Wie weit kommt der? Okay, und der letzte. Repositioning, prioritizing speed. So. Okay, das ist der Einzige, der mich gesehen hat. Ready. Wunderbar. Oh. Okay. Das ist natürlich etwas unangenehm. Ach, der kann da nicht nach unten schießen. Ist ja doof. Das heißt, die dürfen sich da nicht in Deckung begeben. Mhm. Online. Ja. Das ist ein bisschen dünn. Es kann aber auch sein, dass der mich noch gar nicht realisiert hat. Das heißt, der müsste dahin. Here. Moving. Attempting to reposition. So. Gucken wir mal. Und dann können wir natürlich hier noch schön overwatchen. Ich mach einfach mal. Covering. I'm on Overwatch. What's our move? I'm on Overwatch. Da bewegt sich niemand. Holmes. Heading out. See. So, dann triggern wir die mal. Ja, alarmiert. Providing Overwatch. Can't wait. Die Deckung halten wir mal. I'm on Overwatch. Weiter geht's nicht. Mal gucken, ob da jetzt jemand vorbeikommt. Der könnte theoretisch auch damit noch Overwatch machen. Minus 1 Rüstung. Ah, Virus.
Na, ah, der steht da jetzt sehr ungünstig. Oh, sehr schön. Deaktiviert, Kopf. Okay. Also wir haben da einen Wurm, der jetzt da ein bisschen blöd ist. Wir haben da unten einen. Der kann den Wurm angreifen, das macht keinen Sinn. Wieso kann der denn von hier aus nicht den Angriff durchführen? Ist der da? Vielleicht, weil der Wurm den irgendwie da irritiert. Hm. Let's show him what we can do. Ja. Wow, das war ja mal schlecht. Ja, dann werde ich mal den Wurm mit der Pistole erschießen. Okay. Ja, kriegen wir den da irgendwie? Den kann man überhaupt nicht erreichen. Das heißt, da müssen wir den hier machen. Und am besten machen wir das auch noch. Ach, der kann das auch machen. Okay. Dann macht der das jetzt. Und dann konzentrieren wir uns mal darauf, den hier umzuschießen. Ready to engage. Aiming. Targeting. Nice. Aber es ist halt etwas munitionsintensiv. So wahnsinnig erfolgreich war das bisher auch nicht. Targeting. Ah, der Winkel ist zu schlecht. Das heißt aber, dass der gleich ranlaufen und dann wen angreifen wird, fürchte ich. It's hard to shoot like this. Ja. Not a kill. Not a kill, aber. Ja, der ist jetzt, glaube ich, der gefährlichste. Die können ja einfach hochspringen, die Schweine. Bluten aber nicht.
Okay. Hier oben ist jetzt aber kein neuer Wurm. Die sind alle unten. I'm ready. Der Typ, der ist am Bluten, aber unten. Aber der kann ja jetzt dann gleich wieder hochspringen. Kann man aber auch nirgendwo sehen, dass er das kann. Das ist ein bisschen blöd. Ein Schrei! Naja, ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Den können wir ja auch von der anderen Seite umschießen. Ready to engage. So. Hope I don't miss. Hä? Ach, das ist der. Dann sollten wir mit dem angreifen. Attack all I need is a clear shot. Hostile neutralized. Mhm. Abgestürzt. So. Dann haben wir noch den. What's our plan? Ah, die sehe ich immer noch nicht. Okay. Und der ist jetzt auch in Panik. Den könnte man angreifen, aber hm. Ja, und das hier unten ist halt ein bisschen doof. Wir haben ja sowieso schon die die Punkte von denen verringert. Könnt natürlich auch runter und dann wieder hoch, einfach nur um zu gucken. Wir haben auch den, der hat eine Granate. Receiving, loud and clear. Here. Was sagt denn das? Achso, der austauschen. Ja, okay. Hier wäre jetzt tatsächlich die Granate gar nicht so verkehrt. Ja, ich glaube, da mache ich Overwatch und halt das hier im Auge. Der schießt einmal. Ziemlich vergeblich. Und auch Overwatch. I'm on Overwatch. So, und der kann noch. Ja. Ist okay. Munition ist leer. Es werden wohl vor allem Dingen Würmer sein, die da rumhängen.
war ja mal nix. Weiß nicht, ob die Würmer die Leitern hochklettern können. Wahrscheinlich schon, aber ich weiß es nicht. Okay. Ach, Moment, habe ich die Schlage Nahkampf an den benachbarten Feind durch das hier hätte ich machen müssen, nicht das. Und wann bekomme ich den, wenn er ganz tot ist, oder? Ja, machen wir das mal. Weil ich den da unten nicht vertraue. Oh, okay. Nehmen wir den wieder. Den müsste man natürlich auch noch platt machen. Ready to engage. Und da aus könnte das ganz gut sein. Steel on target. Mhm. Auch nur einen Angriff. Blutet ganz gut und ist infiziert. Reloading. Ist aber auch unten. Er kann leider von da aus nichts machen. Dann hätten wir noch den. Ja. Das sollte hoffentlich dann reichen. Schön. Okay, also wir haben einen Schildtypen noch da unten. Wir müssten jetzt eigentlich gucken, dass wir weit nach vorne kommen. Oder ich guck erstmal, dass ich die Viecher umbringe. Na, mach mal. Der hatte da ja Ewigkeiten drauf geschossen mit seinem. So. Ah, okay. Schön. Confirming target. We need an angle.
Schön, und nochmal. Ja, die halten halt gut was aus. Moving. Target hit. Naja, schieß noch mal weiter drauf. Es kann aber sein, dass gleich einer von denen halt hochgesprungen kommt. Ah, gerade der war schon dran. Dann machen wir noch mal den. Damit der eben nicht hochgesprungen kommt. Haha! Okay. Splotch. Ah, okay. Weiß nicht, ob das jetzt die Flucht antreten ist, oder... Also den, unten, den sehen wir noch immer nicht, den Typen. Ready. Ready. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig gut, aber... Ja, zerstört. Oh, on a roll achievement. Drei in einer Runde umgebracht. What's our move? Mhm. Enemy spotted. Ja. So, und jetzt müssen wir nach vorn. Da unten, das ist noch ein Schildträger. Den lasse ich aber. Den lasse ich aber dann da rauskommen. Overwatch. Aha. Making haste. Den können wir dann möglicherweise auch rumprügeln. Das hier war der mit dem Nahkampfdingen, ja. I'm ready. Ich könnte auch den nochmal machen. Machen wir auch. Und dann nehmen wir hier auch noch ein bisschen Abstand.
Und das war's. Wunderbar. What's our move? No choice but to keep going. Den Typen da unten würde ich gerne gefangen nehmen. Here. Ich werde jetzt erstmal den. Ah, das ist ein bisschen doof. Yes, it's my turn. Ja, komm. Aha. Der ist so schön am Verbluten da. Probieren wir den. Ja, da ist halt noch Kleinkram irgendwo. Attempting to reposition. Ich werde mal da jetzt vorrücken und einen quasi so als Backup mitnehmen, wenn das mit dem Betäuben nicht klappen sollte. Ich glaube, der ist aus der Karte gelaufen. Nee, der ist gestorben. Ja, okay. Moving to position. Will doch jemanden gefangen nehmen. Okay, das wird wohl der gewesen sein mit dem Schild. Dann laufen wir mal dahin. Ja. Acht von 16. Es kann auch sein, dass der einfach nur auf 16 gehalten werden muss. Ich guck jetzt mal nach, wie man das macht. Moment, da werde ich mal gerade. Phoenix Point. How to capture. How do I capture enemies? Bla bla bla. You need to build containment, make neutralizer, thing and step enemies with it until they drop. Okay. Also, ja. Ja. Hier steht jetzt until they're paralyzed. Also bin ich mir nicht so ganz sicher. It has to be still alive when you hit it, though. Naja, so hundertprozentig sicher bin ich mir jetzt auch nicht. Und die sagen hier auch von wegen, ja, das Spiel erklärt die Mechanik nicht so wirklich gut. Ja, es erklärt die Mechanik überhaupt nicht. Ja. 16 von 16. Der kann ja jetzt nichts machen. Dann halte ich das mal so. Ready.
Und diesen Wurm, falls man Würmer überhaupt gefangen nehmen kann. Aber den Wurm hatte ich ja bis zu Tode gekloppt, quasi, mit dem Ding. Moving to position. Okay, da ist nichts. Kann natürlich sein, dass das hier oben drin ist. Da. Let's go. Ziel aktivieren. Ja. Sichere das Gebiet. Okay. Da ist jetzt auf jeden Fall noch der Wurm, der muss sterben. Aber ob der eine paralysiert als jetzt gefangen zählt, keine Ahnung. Mhm. Dass der überhaupt den Schild nochmal aufstellen konnte. Okay. Also muss ich doch weiter draufhacken. Gelähmt. Oder auch nicht. War jedenfalls nicht der letzte dann. Das Gebiet gilt nicht als sicher. Ach, da ist keine Munition mehr drin, okay. Need a better position. Ha, also muss da noch irgendwo ein Gegner sein, wenn ich das Gebiet sichern muss. Aber es ist halt gut möglich, dass das nur so ein... Right there. Noch ein Wurm ist. I'll keep my eyes open. Be right there. Kann auch sein, dass hier einer an der Seite dazugekommen ist. I'm ready. Sichere das Gebiet. Naja. Receiving. Loud and clear. Sprinting to position. Das ist bestimmt irgendein Wurm, der noch hier rumwuselt. Naja. Okay, und damit ist der, zählt der aber als, okay. Dann gucken wir jetzt mal, ob wir den, nur den Wurm bekommen oder auch noch wen anders. Und wir bekommen jetzt haufenweise Forschung. So. The journal seems to suggest that the research was recovered by the Phoenix Project. I assume that you are unaware of this. Presumably due to the near collapse your organization suffered after the severe cutbacks of the early 21st century. Apparently the surviving research was stored at a Phoenix base designated Storage Facility 4. Not a terribly inventive naming scheme. To complicate matters, before the collapse, the local government sold Storage Facility 4 to Abaddon Tusk, one of the billionaires that resulted from the old political system's malfunctioning distribution of resources, who turned it into a shelter for his company.
eccentric and possibly sociopathic to begin with. He has been driven to new extremes, styling himself Pirate King and leading violent raids on defenseless havens. Wir werden uns mit diesem Möchtegern-König befassen. I calculate a 98% chance of armed conflict resolution. Der Mann, der sich für den einen Piratenkönig hielt, wir haben eine neue diplomatische Mission von Snedrin erhalten. Also sind wir da noch nicht durch, sondern müssen das auch noch erledigen, bevor wir da die Forschung bekommen. Oh, das ist aber weit weg. Genau, den Giftwurm haben wir jetzt bekommen. Der Schaden, der Giftwürmern hinzugefügt wird, wird um 10% erhöht. Ja, Wahnsinn. Ich meine, können wir mitnehmen, aber das ist schon irgendwie sinnlos. Arachni, die konnte man natürlich auch nehmen. Wieso ich die aber... Achso, ja, wir haben die Technologie noch von den anderen nicht. Aber das Rückentwickeln macht dann auch verhältnismäßig wenig Sinn. Ja, wir sind da am... Aha. Das hier war das, was war das? Katakomben der Verzweiflung. Standort für Biotechnik. Können wir das noch schaffen mit der Gruppe? Ich denke schon. Das hier ist auf jeden Fall ein bisschen weit weg. Da müsste ich wahrscheinlich auch erstmal Test hinfliegen mit Laden und Speichern, um zu gucken, ob irgendwas anderes überfallen wird. Was ich aber machen könnte, wäre, die müssen sowieso wieder zurück, dann fliegen wir hier hin und dann danach erstmal zur Basis, um zu heilen. Wieso steht denn da überhaupt noch eine 1? Und da ist das einfach nur die Nummer der Basis. Ja, und so. Kann ich die damit anrufen? Nee. Okay. Eins von 50. Interessant wäre halt, ob das, wenn das Vieh untersucht wird, ob das geklärt wird. Machen wir mal. Das als nächstes, auch wenn das nicht wahnsinnig sinnvoll ist. Also das hier noch fertig. Und dann das. Jo, und die fliegen jetzt mal da runter. Da sind wir angekommen. Handeln. Mehr Nahrung. Moment, hatten sie nichts mehr? Ja, nix. So. Ja. Hatte ich hier jetzt alles durch? So ziemlich. Die fliegen da ja noch hin. Das heißt, da müssten wir noch den südlichen Teil des Kontinents abfliegen. Da könnten wir auch wieder Nahrung eintauschen. Ja, und dann müsste ich mal gucken, dass ich hier da wieder mehr mache. Also auf dem anderen Kontinent wieder umtauschen. Und dann können wir natürlich auch wieder Kram einkaufen. Wir haben eine Art Pandora-Kolonie gefunden, die mit Arthron-Überresten übersät ist. Davor befindet sich ein verlassener Scarab. Abbrechen. Genau, dann ist hier auch erstmal wieder Zeit für einen Schnitt. Und dann werden wir beim nächsten Mal diese Katakomben der Verzweiflung angehen. Dann sage ich auch hier erstmal wieder
Ah, hier kann man auch noch Übersicht für die Dings machen. Das, was ich eben meinte. 1, 2, 3, 4 durchklicken wäre irgendwie angenehmer gewesen, statt hier dieses Ding aufzumachen. Aber okay. Ja, also beim nächsten Mal diese Mission. Und dann erstmal ciao und bis denne.